Здравейте. Hi. Hallo. Konnichiwa. Hola. Hasanat. Morahiban. Здравейте. Haben Sie die gute Nachricht gehört? YouTube wird ein mehrsprachiges Tool einführen. Das bedeutet, dass Sie ein Video in Ihrer Sprache aufnehmen und in die Sprache einer anderen Person übersetzen können. Die Zuschauer können dann wählen, in welcher Sprache sie sich das Video anhören wollen. Auf diese Weise erreichen Sie viel, viel mehr Menschen auf der ganzen Welt. Stellen Sie sich nur vor, wie viele Menschen Englisch, Italienisch, Spanisch oder sogar Chinesisch sprechen. Sie können ein Video in jeder gewünschten Sprache erstellen. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz gibt es jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Ich habe beschlossen, ein paar Videos zu drehen, um zu zeigen, wie das möglich ist. Es gibt verschiedene Anwendungen. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Erstellung von Untertiteln bis hin zu vollständigen Voice-Overs. Es ist, als hätte ein Schauspieler Ihr Video synchronisiert. In den folgenden Videos zeige ich Ihnen einige verschiedene Tools und wir besprechen, welche besser sind und wie. Vorerst möchte ich Ihnen nur sagen, dass ich bereits meinen Favoriten habe. Ich benutze es. Es funktioniert wunderbar. Ich gebe Ihnen eine kurze Demonstration und in den nächsten Videos werden wir die Konkurrenz vergleichen. Fangen wir also an. So sieht die Startseite des Tools aus, das ich am liebsten und am häufigsten verwende. Sie haben zwei Optionen. Übersetzung, wo Sie die Sprachausgabe und Untertitel erstellen können. Und kurze Videos erstellen. Hier haben wir ein Tool, das zwei in einem ist. Es ist wunderbar. Ich habe bereits ein Video hochgeladen, um daraus kurze Videos für Instagram, TikTok, Facebook und andere soziale Netzwerke zu erstellen, die ich verwende. So sieht das AutoCut-Video aus. Mit Beschreibungen, Mad-Ad, Tags und allem, was man sich wünschen kann. Für das heutige Video werde ich ein paar kleine Videos hochladen, um sie in eine andere Sprache zu übersetzen und zu vertonen. Jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie die Projektnamen gemacht werden. Du kannst einen Link hochladen. Sie entscheiden, wie viele Personen teilnehmen. In diesem Fall wähle ich eine. Es gibt auch Auto-Detect. Sie können auch wählen, aus welcher Sprache übersetzt werden soll. Sie können es auch der automatischen Erkennung überlassen, wie ich es getan habe. Und Sie wählen die Sprache, in die übersetzt werden soll. In diesem Fall wähle ich mein erstes Video, das ins Englische übersetzt werden soll. Ich drücke auf Übersetzen. Und das Video wird nun hochgeladen. Öffnen Sie das Video. Wir haben die Möglichkeit, den Sprecher, die Stimme auszuwählen. Wir überprüfen, ob es richtig übersetzt wurde. Wir drücken auf Play Changes. Das Video ist fertig. Did you know that almost 2 billion people on the planet speak English? Eine der sehr guten Funktionen ist, dass man die Mundbewegung synchronisieren kann. In diesem Clip werde ich das nicht tun. Ich werde das Video herunterladen. Option, Video, Audio und Untertitel. Eine weitere nette Funktion ist, dass Sie nicht nur die Zungen, sondern auch die Stimmen ändern können. Schauen wir mal, was dabei herausgekommen ist. Did you know that almost 2 billion people on the planet speak English? А русский второй по популярности язык. El español también es muy común. Le français est la langue de la diplomatie. El italiano è una delle lingue più melodiche. In Europa sprechen viele Menschen Deutsch, weil es die Sprache der Technik ist. 最近中文越来越受欢迎，这是因为贸易。 не можеш да преведеш всичките си видеа на какъвто език поискаш. Аре, и съчмучандар хога.